Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Endlich weiter mit den Schlümpfen. Oh. Ich kann euch wirklich nicht sagen, wie viel Lust ich wirklich nur auf den alten Teil hätte. Weil das hört sich zwar jetzt komisch an, aber irgendwie hatte der alte Teil... Hallo Schusselschlumpf? Hallo Schlumpf? Schlumpfst du deinen Weg? Ja, ich glaube schon. Hallo? Schusselschlumpf? Ja, ich hab's gehört. Du brauchst dich nicht wiederholen. Ich komme in ein Dorf aus Bäumen, Papa Schlumpf. Das nennt man Wald. Das ist ein gutes Zeichen. Das bedeutet, dass du den Fuß des Berges erreichst. Papa Schlumpf macht sich schon sehr viel Sorgen. Ist wirklich ein liebevoller Charakter. Boah, die Schlümpfe, das ist wirklich eins der besten Fandoms. Ich hatte ja mal so ein Schlumpfdorf. Was sind hier Figuren? Leider finde ich das nicht mehr. Aber die Schlümpfe waren wirklich ein so krasses Fandom von mir damals, von meiner Kindheit. Ich hatte so viel mit, alles sauber. Ich hatte so viel mit Schlümpfen zu tun. Da haben sie ihm leicht gemacht. Das war halt wirklich das Fandom, wo ich am meisten feiere. Und ja. Aber Schlümpfe ist wirklich eins der besten Sachen. Ich habe auch gesehen, dass es eine neue Serie gibt. Von Schlümpfe. Muss ich mir mal anschauen. Ja, aber Herausforderungen nehmen wir immer an. Auch wenn die Herausforderungen manchmal so dermaßen schlimm sind. Aber na gut. So. Oh, kein Kleidungsstück. Okay. Kleiderstufen. Ja, das meine ich. Guck mal, ich mache manchmal so unnötig. Doppelte Sprünge. Sobald ich die Fähigkeit habe mit doppelten Sprüngen, nutze ich das aber viel zu oft. Und weg. Das läuft auf Zeit. Ich sag doch vielleicht nicht. Jetzt haut doch ab. 8 Stück. Ah, das seid ihr ja. Kommt mal her. Achtung, ich werde angegriffen. Schüsse schon. Boah, ich freue mich schon so, wenn wir Schlappe spielen müssen. Ja. Irgendwie freue ich mich drauf auf sein Genörkels. Wir werden es aufregen. Oh. Na, was willst du, hä? Und weg mit dir. Wo sind denn diese Begegner? Ich sehe auch gar keine. Ah, da muss ich da durch. Verdammt, das hat viel Zeit gekostet. Yes! Und... ja, Koppe! Warte, die sind jetzt hier gepfeffert. Wo ist denn die hin? Die ist weg. Nochmal 15 Gegner auf Sache, mal. Und weg mit dir. Und die Feder blockiert meine Sicht etwas. Ich hab so ich hab ein DLC gekauft, das meine Sicht verringert. Sag mal, habe ich überhaupt zu viel Reichweite? Da krieg ich gar keine Schade. Was soll denn das? Ich treffe ihn und der kriegt keine Schade. Das ist eine Frechheit. Erlaub. Und noch einmal. Weil es so schön war. Ob jetzt.
Ja, bin ich jetzt in der Reichweite? Ajo. Los, mein Fried, lass mich in Frieden. Lass mich in Frieden. Aua! Ich hab so viel Zeit verbleiben jetzt, mein Leben. Super, jetzt kann ich weiter schlupfen. Ja. Oh, herrlich. Autsch. Achtung, ich werde angegriffen. Da. Ah, da vorne ist los. Ich soll aber zurück. Lieber zum Leben gehe ich wieder zurück. Was soll denn das jetzt schon wieder? So, du bist weg. Und du bist weg. Wer will noch? Wer hat noch nicht? Ich komm doch nicht hoch. Bleiben wir auf der Hut. Ja, da ist noch einer. Und ja, der Pilz ist Gegner. Ah, er wartet schon auf mich. Wie freundlich. Äußerst freundlich. Danke sehr. Hm? Das, da warten wir noch welche auf mich. Ich glaube, ich werde keine Belohnung bekommen. Das wäre natürlich nicht gut, ne? Aber? Nee, ich bekomme keine. Sag mal. Aber okay. Hm? Laune. 5 Minuten und ich krieg keine Belohnung. Super. Beste 5 Minuten, die ich jemals investiert habe. Naja, man kann nicht alles haben. So, Leute. Dann gehen wir jetzt gleich mal ins Portal. Und rein! Gargamels Hütte! Och nein, jetzt sind wir durch mit Schussverschlumm. Mit Knamsi. Aber wir sehen ein bisschen weiter, wir sind wieder in Gargamels Hütte. Wir sehen wieder Papa Schlumm, wir sehen wieder Schlumpfin, wir sehen... Ja, los! In den Bergen. Wir werden sehen, aber erstmal rühr dich nicht vom Fleck, Schusselschlumpf. Und leg den Schlumpfumix hin. Menno, ihr seid wirklich total unschlumpfig. Gut. Nutzen wir die Zeit, solange Gargamel oben ist, um unseren Plan auszuarbeiten. Ich habe eine Idee. Wir finden Stolas und freunden uns mit ihm an. Ja, das war von Anfang an die Idee. Das haben wir versucht, dir zu schlumpfen, als du in den Bergen unterwegs warst. Wir werden die gesamte Kraft der magischen Essenzen, die in Stolas und den Kristallen schlumpfen, nutzen und auf ihn umleiten. Kurz gesagt, werden wir seine Kräfte gegen ihn selbst einsetzen. Im Grunde war es Gargamel, der den grünen Stein geschlumpft hat. Beziehungsweise Stolas. Beziehungsweise das große Problem. Gargamel wollte Materie und Objekt trennen. Deswegen denken wir, dass es möglich sein sollte, Stolas, das Wesen, von seinen Kräften zu trennen und damit jede magische Verbindung zum Grünstein zu unterbrechen. Ich stimme dieser Annahme zwar zu, aber wir sind nicht ganz sicher, ob es schlumpfen wird. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ich fürchte, wir haben weder die Wahl noch die Zeit. Also versuchen wir es? Absolut, aber wir müssen vorsichtig sein. Gargamel darf nicht herausfinden, was unsere wahren Absichten sind. Sonst droht der Plan zu scheitern. Los, verlieren wir keine Zeit. Wir müssen Stolas aufspüren und versuchen, ihn von der Richtigkeit unseres Handelns zu überzeugen. Ich melde mich freiwillig, Papa Schlumpf. Ich werde Stolas selbst schlumpfen. Ich kann ihn davon überzeugen, die Schlumpfheiten sein zu lassen. Bist du dir da sicher, Schlaubi? Wenn ich an meine Heldentaten beim Kampf gegen die Blattpest erinnern dürfte. Ich kenne mich mit Abenteuern aus. Und vergesst nicht, dass mein Gehirn ein schlumpftastischer Trumpf im Angesicht des Unvorhersehbaren ist. Warum nicht? Wenn sogar Schusselschlumpf all diese Abenteuer unbeschadet überstanden hat. Das war fies.
Okay, man muss sagen, bei der Blattpest hast du gute Arbeit geleistet. Oh nein, ich darf das sein. Oh Gott. Glaubst du, siehst du aus? Oh Leute, wir sind... Sich mit Gargamel zu verbünden, ist eine ganz unglaublich verwirrende Situation, nicht wahr, Papa Schlumpf? Gargamel verbündet sich mit niemandem, Schlaubi. Und er ist ein Meister darin, seine wahren Absichten zu verbergen. Das stimmt. Du denkst, er ist nicht fähig, sich zu ändern? Niemals. Ich möchte dich daran erinnern, dass er Experimente an Stolas, einem Lebewesen, durchgeführt hat. Er wollte ja schon immer lebendige Wesen für seine Experimente, noch dazu am liebsten Schlümpfe. Ja, ich denke auch nicht. Gargamel wird sich nicht ändern. Auch wenn ich sage, dass sich die meisten dort ändern können, aber Gargamel... habe ich kein gutes Gefühl. So, aber jetzt verbessern wir erst mal. Bitte. Weil wir haben nämlich jetzt genug gesammelt. Aber wie findet ihr es eigentlich, dass wir jetzt mittlerweile mal Schorlaube spielen können? Ist ein nerviger Charakter. Aber ich finde auch, dass mit zarter Fahrt kommt. Schlaubi wirklich ein guter Schlumpf sein kann. Ich erzähle euch eine neue Geschichte, eine epische sogar, vom grünen Stein und dem seltsamen Kerl, der darin gefangen war. Störe ich dich, Poeti? Ich schicke mich an, ein Epos zu dichten, über unser heroisches Tun zu berichten. Vergiss nicht die Heldentaten von Schusselschlumpf. Ich wollte ein Sonett mit ritterlichen Höhenflügen, denn großspurige Tiraden sind mir kein Vergnügen. Verstehe. Dann überlasse ich dich mal deiner Inspiration. Hey, er hat sich aber wacker geschlagen. Nur ich glaube, sein Aussehen kann ich nicht ändern. Man macht ja nichts. Schusselschlumpf, du musst mir mehr über Stolas erzählen. Über wen? Stolas, das Wesen, das du in den Bergen getroffen hast. Ach so, ja, der, der den Schnee hat fallen lassen. Naja, er hat mir ein paar Streiche gespielt. Ich habe so viel gelacht und dann hat er mir noch mehr Streiche gespielt. Und ich habe noch mehr gelacht. Es war toll. Ich verstehe. Danke, Schusselschlumpf. Ich versuche es ein anderes Mal wieder. Schusselschlumpf, du musst mir mehr über Stolas erzählen. Über wen? Stolas, das Wesen, das du in den Bergen getroffen hast. Komm her, da oben ist Stummi. Ist auch so ein richtig cooler Charakter. Verwirrend. Stolas würde trotzdem nicht grundlos all diese Orte aufsuchen. Ja, es muss einen Grund dafür geben. Er muss auf der Suche nach etwas sein. Aber was? Papa Schlumpf und Gargamel glauben, dass er nach den berühmten 7 alchemistischen Metallen sucht. Aber das würde ihm eine ungeheure Macht verleihen. Wir wissen, dass der Wasserlauf im Wald von Goldgräbern genutzt wurde. Stimmt. In den Bergen hat Schusselschlumpf eine Silbermine entdeckt. Das macht nach meiner kundigen Berechnung nach 2 von 7 Metallen. Vielleicht ist es ja nur ein Zufall. Wir wissen einfach noch zu wenig. Aber das könnten wirklich die Gründe sein. Alles in Ordnung, Muffi? Ich mag es nicht, in Gargamels Hütte zu sein. Ich auch nicht. Das kann ich gut verstehen, Muffi. Aber wir können nicht alle losziehen und Stolas verfolgen. Verfolgen mag ich auch niemanden. Es ist also in deinem Interesse, dass ich gehe und du hier bleibst, Kuide. Aber es sind noch 4 Schlümpfe, mit denen wir dann meistens spielen. Wir haben jetzt 3. Wer kommt als nächstes nochmal? Oh, Schlumpfine. Du wirkst nachdenklich, Schlumpfine. Was ist, wenn Stolas die Wahrheit sagt und er eingesperrt wurde, bevor wir überhaupt auf der Welt schlumpften? Wie schrecklich. Wie kann Gargamel ihn da wieder einsperren wollen? Und das alles nur wegen irgendwelcher Experimente. Er sieht nicht wie ein Mensch aus und schon gar nicht wie ein Schlumpf. Seine Ursprünge sind mir ein Rätsel. Ja, da hat sie recht. Ihn werden wir danach spielen müssen. Also darf ich noch mal ganz kurz einen Darf ich noch mal ganz kurz was kritisieren? Diese Bänder sind bei allen. Selbst wenn wir die gerade nicht spielen. Das finde ich ein bisschen nervig, aber das macht ja nichts. So. Und ich muss sagen, ich glaube viele finden, also von den Schlümpfen,
dass Schusselschub wirklich gute Arbeit geleistet hat. Ich glaube einfach, die meisten hatten Angst um ihn. So. Kannst du mir den Schlumpfen-Mix kurz schlumpfen? Ich muss ein paar Änderungen vornehmen. Und fertig. Ich habe die Verbesserungsstufe des Schlumpfen-Mix erhöht. Mit dem, was du auf deinen Abenteuern sammelst, kannst du noch weitere Änderungen vornehmen. Oh, danke. Du siehst aber gar nicht gut aus, Handy. Dass Dolas frei herumläuft, macht mich sehr nervös. Es waren doch hoffentlich nicht die paar Ermahnungen von mir, die dir so zugesetzt haben. Reden wir nicht darüber. Du warst es ja nicht, der Aldi. Hoffentlich gelingt es dir, Stolas zur Vernunft zu bringen. Du siehst aber gar nicht gut aus, Handy. Dass Stolas frei. Es waren doch hoffentlich nicht die paar Ermahnungen von mir, die dir so zugesetzt haben. Ah, jetzt müssen wir mit Gargamel reden. Hey, Gargamel, wir haben vor, dich zu verraten. Ich will ja nicht neugierig sein, aber was genau gedenkst du zu tun, sobald wir Stolas gefangen haben? Na, meine Experimente wieder aufnehmen. Was soll diese Frage? Nur so. Und wie bist du an den grünen Stein gekommen? Oh, ich habe ihn auf dem Markt im Nachbardorf gefunden. Die Verkäuferin hielt ihn für eine Nachttischlampe, aber weil sie sie nicht ausschalten konnte, hat sie sie mir verkauft. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Merkwürdig. Diese Geschichte klingt ausgeschlumpft. Du glaubst mir nicht? Du wagst es, mein Wort in Frage zu stellen, du bösartige, mickrige Kreatur? Husch, husch, nimm das nächste Portal und hör auf, mich zu belästigen, du kleiner Schnüffler. Ah, oh, ich find's einfach nur klasse. Was passiert eigentlich, wenn die anderen Portale da hinten noch gehen und alles? Oder von mir aus auch in dieses Portal. Was würde dann passieren? Wisst ihr was? Das probieren wir jetzt mal aus. Oh, können wir nicht mal rein. Aber ich. Nein, ich will das jetzt testen. Oh, was ist das? Ist sie vielleicht mal. Oh! Ja, wir ändern erstmal seinen Charakter. Nee. Mann! Gut Wunder, kann ich vielleicht mal selber anscheinen? Nee. Nee, das versperrt halt wieder dann meine Sicht, ne? Ja, wir nehmen mal das erzählen. Wir lassen Schlaube jetzt erstmal sein Outfit. Ah! Sind es Herausforderungen oder was ist das? Ah. Da kann ich die Kapitel nochmal spielen. Scheinbar. Kann ich denn auch mit Schlaube spielen oder ist es dann wieder ein anderer Charakter? Übrigens, Schlaube Schlumpf und Schlumpfine. Warte mal ganz kurz. Hefty. Schlaube Schlumpfine, Hefty. Und der Koch haben wir im letzten Spiel gespielt, soweit ich mich erinnere. Und jetzt haben wir Sturmi, Schlaube. Clumsy und wahrscheinlich bald Handy. Bedeutet, es sind zwar schon, also ist er, ich glaube, der einzigste Charakter, der mit beiden Spielen steuern kann? Ja. Es sei denn, wir haben Clumsy den letzten Mal gespielt, aber ich glaube nicht. Na gut, Leute. Oh Gott, diese ganzen Käfige, ne? Der möchte uns doch fangen. Der möchte uns doch dann fangen, wenn wir ihn gerettet haben. Das kann mir doch keiner erzählen. Also gut, Leute. Ich würde euch sagen, das war's mit dem Part. Bis zum nächsten Mal und ciao, Leute. Von heute. Ciao. Alter, schaut euch doch mal diese komische Hackfrist im Hintergrund an.